und herzlich willkommen zu unserem Campusrundgang an der THM. Mein Name ist Marcel Grabus, ich studiere hier Logistikmanagement und arbeite nebenbei als studentische Hilfskraft für die zentrale Studienberatung. Wir haben uns gedacht, dass wir euch in einem vierteiligen Video kurz unsere Hochschule ein Stück näher bringen. Wenn ihr, wie die meisten Studierenden, mit Bus oder Bahn anreist, sind es vom Hauptbahnhof Friedberg bis zum A-Campus hinter uns nur in etwa 2 bis 3 Minuten Fußweg. Wir befinden uns hier jetzt in der Wilhelm-Leuschner-Straße vor dem Gebäudeteil A1 und werden uns gleich durch die Doppeltüren hineinbegeben. Direkt hinter den Türen des Haupteingangs befindet sich unsere traditionsreiche Absolventenglocke. Wenn eine Studentin oder ein Student ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hat, darf sie einmal geläutet werden. In der Nähe der Absolventenglocke sind auch den Gang runter 2 unserer größten Hörsäle. Jetzt gehen wir zur Hauptanlaufstelle für alle Studierenden, dem Infocenter. Hallo Lara. Hallo Marcel. Mit welchen Fragen und Anliegen kommen denn die meisten Studierenden hier ins Infocenter hin? Also generell sind wir immer die erste Anlaufstelle bei allen Fragen rund ums Studium. Entweder können wir dann direkt weiterhelfen oder wir kennen den richtigen Ansprechpartner. Und in der Regel sind es solche Sachen wie wenn jemand seine TAN-Liste vergessen oder seine Passwörter verloren hat. Und dann kommt man zu uns und wir können eine neue ausstellen. Außerdem holt man sich hier normalerweise seine Chipkarte ab. Die Erstsemester kommen dann bei uns vorbei und wir erklären die wichtigsten Funktionen dieser Chipkarte. Außerdem dienen wir sozusagen als Fundbüro. Also wenn man Sachen verloren hat oder was gefunden hat, dann kann man das bei uns abgeben oder abholen. Genau, also wir sind so bei allen Fragen eigentlich die erste Anlaufstelle. Und welche Aufgabenbereiche übernimmt das Infocenter noch? Wir dienen außerdem der Studienberatung, zum Beispiel bei den Fragen von Studieninteressierten zur Bewerbung oder zur Immatrikulation und sollte dann noch entweder für Studienanfänger oder vielleicht für bereits Studierende weiterer Beratungsbedarf bestehen, kann man bei uns einen Termin vereinbaren bei der zentralen Studienberatung. Dort können dann nochmal individuelle Fragen oder Probleme geklärt werden. Letzte Frage, wann und wie können euch die Studierenden erreichen? Also man kann uns telefonisch oder per E-Mail von montags bis freitags 8 bis 18 Uhr erreichen, während der Vorlesungszeit sogar noch samstags vormittags. Und unsere Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage. Gerne auch wieder vor Ort, hier individuell, wenn das möglich ist. Falls euch das erste Video unserer kleinen vierteiligen Videoreihe über unsere Campusführung gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert eine euch offen gebliebene Frage unten in der Kommentarbox. In unserem zweiten Video werden wir uns ein Fachbereichssekretariat, den First-Level-Support unserer IT und die Hochschulterminals etwas genauer ansehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann.